Ja, Momo Leute, euer Zero hier Willst du und was kaufen herzlich oder so? willkommen zurück zum Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus mit dem guten Nick in Farhaber. Und wir werden heute uns, ich gucke mal auf die Quest, das war die falsche Taste. Wir werden heute, wo du hingehörst. Hacke Faradays Terminal oder Hacke? Hacke. Verschaffe dir Zugang zum Lagerraum, sprich mit Dima. Mit Dima werde ich bestimmt nicht sprechen. Obwohl, wenn alles möglich ist. Ich weiß es ja nicht. Dankeschön. Wenn alles möglich ist, wieso nicht? Mal gucken, mal gucken. Wo hat der Vogel gesagt, hat er den Schlüssel verloren? In irgendeinem Raum, ne? Hier landen wir irgendwo. Oder ist das der komplette Ausgang? Oder ist das ein anderer Ausgang? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe ein paar Tage jetzt nicht aufgenommen. Das ist der normale Ausgang. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Du siehst aus wie eine Händlerin, die ich kenne. Gäbe es Arkadien nicht, wäre ich tot. Gar keine Frage. Das können wir auch schnell ändern. Aber ich bin ja hier der Freundliche. Noch. Später nicht mehr. Eines Tages, Freunde, eines Tages komme ich hierher und dann mache ich sie alle kaputt. Das ist mein Ziel. Das ist mein Traum. Nein. Ich bin ja eigentlich netter. Oder war das hier? Ist das Terminal, ne? Was ist ein anderer Punkt? Mal auf die Map geschaut. Okay. Du hast Kazumi hierher verfolgt. Ich bin beeindruckt. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Du meinst also, du hättest es besser machen können? Ich wusste nicht, dass das ein Wettbewerb ist. Ja, absolut. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen, komme was wolle. Verstanden? Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Über dieses Thema brauchen wir nicht zu sprechen. Bullshit. Ich kann es. Und nur das zählt. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Also, was ist deine Geschichte? Ich war mal ein Runner und habe aus dem Institut geflohene Synths zurückgebracht. Ich habe einen Synth gesucht und fand stattdessen Dima. Er hat mir die Wahrheit und die Fehler meines Handelns gezeigt. Ich habe mich vom Institut losgesagt, dafür gesorgt, dass sie mich nicht finden und mein Leben der Freiheit der Synths gewidmet. Erzähl mir etwas über Arcadia. Dima hat dir gesagt, was du wissen musst. Es ist so sicher, wie wir es hinkriegen. Mit jedem geretteten Synth können wir uns noch besser verteidigen. Aha, aber ich würde auch gerne helfen. Ich brauche Quests. Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Du solltest erst einmal mit Brooks in Farhaber reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Das ist ein Sünd, der kommt klar. Sprich mit Brooks. Cool. Patronen nehme ich gerne. Patronen, jawohl. Wunderschön.
So. Hier kommen wir runter. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Wie komme ich denn da hinten hin? Ah, das ist die besagte Tür, ja. Wenn du Probleme hast, könnte ich mir das Terminal ansehen. Oh, genau, Nick. Du bist ein Engel. Cool. Ach, entweder suchen wir einen Schlüssel oder wir knacken uns einfach rein. Nick? Wo steckst du? Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Ach, das ist ein Glas. Alter, bist du ja. Hey. Hast du was auf dem Herzen? Kannst du das Terminal entsperren? Kannst du auf mich zählen? Ja. Ich erspare mir Arbeit. Sehr schön. Aktuelle Projekte. Nebelkondensatoren. Bla bla bla. Feedback, Verarbeiter berücksichtigt, Dima, genauer Wortlaut war, zur Kenntnis genommen und ignoriert. Schön. Dimas Verbesserung. Vakuumröhren nach Korrosion an mehreren Stellen neu versiegelt. Adaptive Sitzmotoren rekalibriert. Dima verfängt sich nicht mehr im Speicherzugriffsapparat. Verbesserung der Energiekupplung. Persönliche Anmerkung. Ich mache mir Sorgen, dass wir uns den Grenzen dessen nähern, was Dimas interne Energiequellen sicher aufnehmen kann. Wenn das zu viel wird, besteht die Gefahr, dass er sich überlastet oder überarbeitet. Frühere Projekte. Subjekt nach Unfall während einer Reise nach Arcadia behandelt. Schweres Trauma am linken Arm repariert. Volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt. Chirurgie. Subjekt V5 nach einem Unfall auf der Insel behandelt. Schwere Traumata an Kopf und Oberkörper. Kognitive Funktionen eingeschränkt. Funktionsfähigkeit vollständig wiederhergestellt. Wir können alles wieder reparieren anscheinend. Gesichtswiederherstellung an Subjekt S2 auf eigenen Wunsch durchgeführt. Operation mit geringfügiger Narbenbildung erfolgreich abgeschlossen. Subjekt ist zufrieden mit dem Ergebnis. Technik verbessert sich bei jedem zusätzlichen Versuch. In dieser Kiste laufen ernstzunehmende Subroutinen. Aber vielleicht... Du machst das schon. Ich hab's. Cool. Ah, schön, Nick. Mit dir zu reisen. Achso. Hey, ist ruhig mal die Tür gleich aufmachen können. Nein, Tür öffnen. Fauler Begleiter. Oh, ich bin reich. Ich bin reich. Einfach alles mitnehmen, bis ich nichts mehr tragen kann. Ich kann momentan ja 900 tragen, also von daher. Oh, ein Mob. Cool. Mache ich mir da keine Sorgen. Okay. Kannst du das auch machen, Nick? Na gut, vielleicht hätte ich das Terminal hacken müssen. Damit Nick mich mag. Belauscht das Treffen. Okay. Als ob die mich da nicht sehen, weißt du? Ich hab keinen Ton. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dima. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler. Der Nukleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben.
Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund. Tja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Leute, können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest darauf vorbereiten, reinzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin. Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden? Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Wir beobachten weiter die Situation. Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Okay. Ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, ne? Er ist überall auf der Insel im Spiel. Und was sich auch in seinen Erinnerungen befindet. Niemand darf sie vor uns finden. In meinem Beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Das setzt einem manchmal echt zu. Kann ich mit dir die Lage besprechen? Hey! Kann ich was? Oh, Entschuldigung. Mein Kopf war nur voll von Dimas Gerede. Es ist... ein Schock. Gehört er wirklich... zur Familie? Bevor ich antworte, geht es dir gut? Geht schon. Keine Sorge. Muss mir nur einen Reim auf all das machen. Ich denke schon, dass er die Wahrheit gesagt hat. Das ist schwer zu leugnen, Nick. Die Ähnlichkeiten liegen auf der Hand. Ich habe mich lange gefragt, ob das Institut weitere Prototypen gebaut hat. Ob ich nur ein Fehlschlag war. Ob sie Aufgaben oder einfach keine Lust mehr hatten. Ich dachte immer, ich wäre nichts weiter als abgelegter Müll. Es kam mir nie in den Sinn, dass jemand mich rausholen wollte. Mir bei der Flucht geholfen hatte. Es muss irgendwo einen Beweis geben. Für das, was zwischen mir und Dima wirklich geschehen ist. Es wäre schön, wenn wir die Augen offen halten könnten. Nach welcher Art von Beweis suchen wir denn? Ich weiß nicht. Aber das Beste wäre es, sich Dima und Arcadia näher anzusehen. Okay. Natürlich, Nick. Wir finden schon was. Danke. Ich weiß, wir haben hier nicht viel. Denk einfach an mich, wenn du was findest, wodurch wir Antworten bekommen könnten. Theoretisch können wir ihn doch reparieren lassen hier, oder? Dass er wenigstens seine Hand wieder funktioniert. Wenn er normal aussieht. Okay, durchsuchen wir mal den Computer. Gucken, was da drin steht. Und reden dann zum Schluss nochmal mit Dima. Das ist der Plan. Wo war das Ding nochmal? Oben wahrscheinlich, ne? Meine Orientierung ist einfach für den Arsch.
Ist er hier? Nein. Ich will aber nicht mit Dima sofort sprechen. Ist das der Computer? Oder ist das Dima? Ah, die sind beide oben. So, hier war die Treppe, ne? Ja. Ich habe 20 Kerne. Ich hatte gerade 10. Alter Schwede. Was habe ich mir da zusammengeklaut? Die Insel. Faradays Programm. Gut. Psst. Ich bin ganz Ohr. Ich bin faul. Kannst du das Terminal entsperren? Nicht möglich. Ja, mach ich das halt selbst. Spast. Jetzt muss ich arbeiten. Ich glaub's nicht. Was ist denn hier los? So. Oh Gott, das werde ich doch niemals hinkriegen. Nicht beim ersten Mal. Okay, Administration. Ein Treffer. Okay, wir brauchen etwas Vergleichbares, was so ähnlich klingt. Null Treffer. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich das vergleichen. Warte, hä? Achso, ich bin da gerade drauf. Ich wollte gerade sagen, wieso steht da Adventures zweimal? So. Also, was könnte der Buchstabe sein? Ich glaube, das I am Ende ist richtig, oder? Das I könnte am Ende richtig sein. Nee, das kann es nicht sein, weil da nur einer war. Das A war auf jeden Fall nicht richtig. Ja. Systemstatus. Online. Sicherheitsintegriert 94,7%. CPU-Last 31,5%. Systemfehler. Array 17, Array 4, Array 6. 17 ist offline. 4 unregelmäßige Laufreaktion. 6 Laufwerk B7 reagiert nicht. Faradays Tagebuch. Okay. Es läuft schlecht. Verhaber und die Kinder des Atoms stehen kurz vor einem Krieg. Und wir stehen genau dazwischen. Es geht um die Nebelkondensatoren. Wir wollten nur unsere Leute vor der Auslöschung durch den Nebel schützen. Doch die Kinder des Atoms empfinden dies als einen Affront gegenüber ihrem Gott. Sorry, da muss ich kurz aufstoßen. Ja, das ist natürlich wahr. Ich hatte ja letztens erzählt, wieso möchte er denn Fahrhaber schützen, also die Stadt da unten. Ich glaube, wie hieß die Fahrhaber? Ich habe keine Ahnung. Die Insel heißt ja Fahrhaber. Die Stadt unten hieß ja anders. Auf jeden Fall die Stadt, warum er die Stadt schützen möchte und warum er da Kondensatoren aufgestellt hat, obwohl er ja alles Unmögliche vernichten will. Da kommen ja seine Schützlinge an. Seine Schützlinge müssen ja irgendwo Schutz suchen am Anfang und eingewiesen werden. Und es ist klar, dass er die Stadt beschützen muss und die Insel allgemein. Sie wollen, dass sich der Nebel auf der ganzen Insel ausbreitet, besonders über Fahrhaber. Doch Fahrhaber heißt die Stadt. Und die Bewohner von Fahrhaber sind ebenfalls von Hass ergriffen. Sie bezichtigen die Kinder des Atoms, den Nebel verbreitet zu haben, obwohl das rein wissenschaftlich betrachtet unwahrscheinlich ist. Hätte Beichtvater Martin bei den Kindern des Atoms noch das Sagen, wären unsere Chancen höher. Dima und der alte Beichtvater haben eine lange gemeinsame Geschichte. Martin hatte Dima in der alten U-Boot-Basis gefunden und als Arcadia gegründet wurde, schenkte Dima Martin und seinen Anhängern die Basis, die ihnen als neues Zuhause dienen sollte. Fortan nannten sie sich den Nucleus und zu Beginn waren wir erfreut über die Zusammenarbeit, die uns allen mehr Sicherheit versprach. Das heißt, die Kinder des Atoms haben überhaupt es geschafft, dass sich die Synths hier einnisten konnten. Die Kinder des Atoms haben ihnen diesen Platz geschenkt. Deswegen wollen sie ja einen Krieg verhindern. Doch nun ist Beichtvater Martin verschwunden und der hohe Beichtvater Tektos hat die Führung übernommen. Er ist ein gefährlicher Größenwahnsinniger, der Fahrhaber um jeden Preis zerstören und uns mit Drohungen dazu bringen will, ihm zu helfen. Die wollen ja Fahrhaber anscheinend nicht zerstören, die wollen ja Fahrhaber anscheinend sichern. Weil dann hätten sie gesagt, okay, komm, scheiß drauf. Oder...
Oder Dimaha hat Martin verschwinden lassen und den neuen, wie hieß der, Tektus an die Führung gelassen, damit die sozusagen die Insel zerstören und die Synths sich quasi die Hände in Unschuld waschen können. Was aber noch schlimmer ist, Dima hat seine ursprünglichen Speicherbänke im Nukleus zurückgelassen, als er ging, um Arcadia zu gründen. Er gibt sich die Schuld wegen seines mangelnden Urteilsvermögens, geht aber meiner Meinung nach zu hart mit sich ins Gericht. Die Kinder des Atoms waren unsere Freunde, als Martin sie noch anführte, und der Transport der Speicherbänke wäre schwierig gewesen. Dima hatte allen Grund zu glauben, dass sie hinter den Verteidigungsanlagen aus der Vorkriegszeit, an denen sich Martin niemals zu schaffen machen wollte, sicher unter Verschluss gehalten werden. Dima ist seit mehr als einem Jahrhundert auf dieser Insel. In den Bänken könnte alles Mögliche gespeichert sein. Wenn die Kinder des Atoms einen Weg finden, auf diesen ganzen Daten zurückzugreifen, könnten sie auf etwas stoßen, das die gesamte Insel in Gefahr bringt. Ja gut, wenn er dann so ein Jahrhundert da drauf ist, dann wird Martin ja tot sein. Logischerweise, es sei denn, Martin ist ein Ghoul. Martin ist ein Ghoul. Okay. Das lassen wir mal so in der Luft stehen. Uns läuft die Zeit davon. Ich habe Dima davon überzeugt, dass wir jemanden losschicken müssen, der seine Speicherbänke zurückholt. Der Umgang mit Dimas ausgelagerten Daten könnte kompliziert sein. Daher arbeiten wir gemeinsam an einem Computerprogramm. Es enthält eine Reihe von Anweisungen, mit denen Dima unserem Agenten hilft, sobald er sich in der Simulation befindet. Außerdem werden Werkzeuge benötigt, um sich durch die internen Sicherheitsprotokolle der Speicherbänke hacken zu können. Ich glaube, wir sollten Chase schicken. Für Dima ist das jedoch zu riskant. Die Kinder des Atoms kennen sie. Und wenn sie entdeckt wird, gibt es Krieg. Aber wer sonst könnte diese Aufgabe übernehmen? Ja, wer denn? Ja, okay. Ich höchstwahrscheinlich. Okay. Dann sprechen wir mal mit Dima. Dima. Was kann ich für dich tun? Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Wie sieht der Plan aus? Was hast du vor, Dima? Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fahaber, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Deine Erinnerungen. Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Synth-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern. Um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Und ist Fahaber in Sicherheit? Ah, du sorgst für Fahabers Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Fahaber ist unsere Beziehung nicht die beste. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja. Ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Fahaber vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tektis will den Streit mit Fahaber beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach.
Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Also, wie funktioniert das Programm? Da ist ein normales Terminal mit einigen Erweiterungen. Mit dem Programm kannst du auf das Terminal zugreifen. Sobald du versuchst, eine Erinnerung zu holen, könnte sich deine Perspektive etwas verschieben. Keine Panik. Das Programm erklärt dir alles, sobald es nötig ist. Hört sich ja strange an. Ich habe das Programm schon. Ich war gründlich. Nun, das heißt wohl, dass ich die richtige Person für den Job gefunden habe. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Wenn wir in deinen Erinnerungen was Verdächtiges finden, kommen wir zurück. Darauf kannst du dich verlassen. Ich sollte mich mal langsam um meine Bedürfnisse kümmern, oder? Habt ihr hier einen Arzt? Du bist doch Arzt, oder? Shit. Wieso habe ich mir nicht genug zu trinken mitgenommen? Ah, hab ich, gut. Lockup failed. Super, großartig. Fleisch und Bohnen, Flaschenkürbis, Instantpüree. Lockup failed. Was ist denn das? Lockup failed. Lockup failed. Keine Ahnung, was das ist. Muss zum Arzt gehen. Antibiotika hilft auf jeden Fall nicht. Okay. So, was haben wir denn da unten noch? Müssen wir jetzt noch Bescheid sagen, dass wir alles geklärt haben, dass er nicht der Böse ist, sondern der Gute? Vielleicht sollte man Fahrer aber erstmal einen Arzt suchen oder so. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Die Kinder des Atoms? Was weißt du über sie? Ich habe vor einiger Zeit im Commonwealth von ihnen gehört. Verehren die Strahlung oder so. Ich war nicht lange in Far Harbor, aber ich weiß, sie sind dort sehr verhasst. Ich habe zufällig gehört, wie jemand darüber sprach, einen Missionar der Kinder zu töten. Ich verstehe Dimas Sorge. Wir müssen nur sicher gehen, dass er nicht noch etwas im Schilde führt. Dafür werde ich aber bezahlt, oder? Keine Sorge, ich habe Geld. Außerdem bekommst du noch Dimas früheste Erinnerungen. Er hat fast ein Jahrhundert auf der Insel gelebt, bevor er Arcadia aufgebaut hat. Er weiß doch bestimmt von irgendeinem Schatz, meinst du nicht? Ach so, er hat zuvor schon ein Jahrhundert hier drauf gelebt. Ah, und dann kam Martin. Sag das doch, Mitch. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Mhm. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur... Das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Na klar. Also besorgen wir die Erinnerungen. Und dann? Wenn es eine Bedrohung für die Insel ist, dann sollten es die Kinder des Atoms nicht in die Finger bekommen. Und Fahaba auch nicht. Wenn wir Dima wirklich nicht trauen können,
haben wir so seine eigenen Erinnerungen als Beweis. Okay. Nur damit das klar ist. Wenn ich was Gutes finde, gehört es mir. Ich will einfach nur antworten. Du kannst alles behalten, okay? Viel Glück. Sehr schön. 500 Kronkorken. Wuhu! Wo du hingehörst. Okay. Als nächstes werden wir uns natürlich einer anderen Quest widmen. Sprich mit Brooks. Oder Datenwiederherstellung. Verschaffe dir Zugang zu Dimas Terminal. Arkadianische Ideale. Ich schaffe das Werkzeug. Eliminiere die wilden Ghule. Okay, wir haben auf jeden Fall noch viel vor. Sehr viel vor. Okay, da wir jetzt schon mal hier sind, würde ich sagen, hilf Chase und hast du dich gesehen. Ja, cool. Wie soll ich denen denn helfen? Ah, ich habe die Quest wahrscheinlich schon, ne? Ja gut, dann machen wir erstmal blutige Flut, ne? So. Ein paar kleine Ghouls zerschmetzeln. Das ist auch unser Hobby. Mach ich doch gerne. So, meine Waffe habe ich ausgerüstet. Und nachdem wir die Ghule beseitigt haben, werden wir auf jeden Fall erstmal einen Arzt aufsuchen. Ich will wieder ganz gesund sein. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus. Ich muss höher. Zu mehr reicht es leider nicht. Ich muss einfach höher. Nein, das war falsch. So. Ich hab's geschafft. Ich bin frei. Ja. Okay. So, doch bevor wir uns jetzt draußen auf Fahrhaber ein bisschen, ja, die Gegend erkunden, würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann geht's richtig ab. Haut rein, euer Zero. Tschüss.